Hallo an euch alle. Schön, dass doch wieder so zahlreich, auch bei diesem schönen Wetter, Gartenzeit noch so ein bisschen, hier trotzdem wieder viele geworden sind. Auf der Strecke werden es garantiert wieder mehr werden. Eins liegt mir noch am Herzen als Veranstalter und mit meinen Veranstalterkompagnons, sage ich mal, nochmal klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir nicht für irgendeine Partei stehen, weder rot, grün, blau, was weiß ich, nicht hinter irgendeiner Partei hinterherlaufen und komplett unparteiisch sind. Natürlich haben wir nichts dagegen, wenn einzelne Mitglieder oder Sympathisanten von den Parteien bei uns daran teilnehmen, aber dann im Rahmen der Menschlichkeit, sprich, wir sind alles Menschen, nicht mehr und nicht weniger. Keine Parteien bringt sowieso nichts. Weil es so die Stimmen aufkamen durch Magdeburg und so weiter, dass wir AfD hinterherlaufen oder AfD-Sympathisanten sind. Wer sie wählt, der wählt sie, der wählt das kleinere Übel vielleicht gerade. Aber Fakt ist eins, das muss jeder Mensch selbst wissen. Unparteilich, wir hier alle zusammen als Menschen. Ansonsten, der Ruf wurde laut nach einer neuen Strecke und schon haben wir eine neue Strecke. So wie angekündigt, soll ja, wir wollen viel mehr Leute erreichen. Heute muss ich es mal ablesen, die ist selbst für mich, als der erst 15, 16 Jahre hier wohnt, ursprünglich Magdeburg, nee, ist einfach ein bisschen komplizierter. Wir gehen gleich nach dem Bahnbrückental links in die Köthener Straße rein und werden dann über Otto-Hahn-Straße, Prager, Köthstraße, mal die ganze Eigenheim-Siedlung dort ein bisschen erfreuen. Und da hoffe ich auch, dass kräftig und laut gerufen wird. Ansonsten gehen wir dann über die Warschauer zum Kreisverkehr wieder zurück und dann über die Friedrichstraße zurück, so wie wir die erste Zeit praktisch hingelaufen sind, Richtung Moskauer, aber diesmal über Köthener und Stassfurter und dann praktisch über die ganze Eigenheimsiedlung dort. Ich wünsche mir, dass wir wieder so schön laut sind wie beim letzten Mal. Es hat super funktioniert, das war ganz klasse. Nochmal kleiner Test. Seid mal richtig laut hier, wie wir nachher laut sein werden, wie wir immer laut sein werden. Genau so, pünktlich 6:30 geht's los, Musik fährt los und das Auto fährt los und dann übergebe ich jetzt heute nicht den All. Wir brauchen dringend noch 1, 2 Bannerträger, wir haben nur einen, das ist das Einzige, worum ich bitte. Die Fahnen kommen auch sehr gut, die lassen sich einfach gut verbreiten, ist so, denn Frieden wollen wir, denke ich mal, alle. Und Bilder sind nach wie vor da. Ich möchte euch bitten, dass sich der ein oder andere noch findet, ganz einfach uns da wirklich behilflich zu sein. Ansonsten übergebe ich nicht wie üblich dem Fritz heute, sondern ich übergebe dem Steffen, einen unserer Mitstreiter hier. Steffen, ich übergebe dir einfach mal. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Ich habe heute das freudige Vergnügen, ein paar Worte an euch zu richten und ein paar Minuten zu sprechen und habe mir die Frage gestellt, schon den ganzen Tag beschäftigt es mich, wie nutze ich diese Minuten und was sage ich, damit es eine Bedeutung hat. Eine Bedeutung für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann ich denn sagen? Ich könnte aktuelle Nachrichten vorlesen, ich könnte über die aktuellen Äußerungen von Politikern sprechen, ich könnte über den neuen Wahnsinn sprechen, der gerade auf der Welt passiert. Und ich glaube, jeder von euch weiß ganz genau wie ich, was gerade passiert. Und ich habe mit meiner Frau gesprochen und sie gefragt, du Caro, ich stehe da heute Abend und ich weiß nicht, worüber ich sprechen soll. Und sie hat mir eine Frage gestellt und die hat enorm viel mehr ausgelöst. Sie hat mich gefragt, na worum geht's denn da eigentlich? Warum geht ihr denn auf die Straße? Wofür? Und die Frage klingt erstmal total simpel. Und da habe ich angefangen drüber nachzudenken und ich dachte so richtig simpel ist es gar nicht. Weil das ist nämlich richtig viel. Ich glaube, wenn ich jeden Einzelnen von euch frage, warum seid ihr hier, höre ich ganz viele verschiedene Gründe. Jeder von euch hat seine eigenen Themen, die ihn beschäftigen, die ihn bewegen, die ihn angehen. Aber ich glaube, im Endeffekt würde es irgendwie so eine einheitliche Antwort geben, ich bin hier, weil einiges nicht richtig läuft. Weil es eine ganze Menge gibt, die gerade seitwärts oder abwärts geht. Und wenn wir das mal zusammenfassend reingucken, was ist denn das alles? Ist das wirklich nur die aktuelle Situation in der Ukraine, in Russland? Unsere Außenpolitik? Ist das der Zustand unserer Grenzen?
die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes? Ist es das Thema NATO? Ist es EU? Energiepolitik? Ich sehe einige nicken. Es sind so viele Themen. Ist es vielleicht die Sicherheit nach innen? Bildungspolitik? Gesellschaftliche Entwicklung? All das sind Themen, die uns alle angehen. Ist es die Neuschreibung unserer Geschichte? Ist es der Angriff auf unsere Tradition und Kultur? Auf unsere Identität und Familien? All das sind Themen, die uns bewegen, jeden Einzelnen von euch. Das sind Themen, die auch mich bewegen. Und all das ist mir bewusst geworden, als ich mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und beschäftigt habe. Es scheint mir, wenn ich mir all das angucke und mir das wirklich mal in der Gesamtheit ansehe und ja auch nur winzig kleine Fäden sehen kann, weil mein Einblick ist ja überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht in der Lage, alles zu sehen. Aber es scheint mir wie ein fundamentaler Angriff auf alles, was richtig wahr und gut ist. Es scheint mir wie ein fundamentaler Angriff auf die Menschlichkeit an sich, an allen. Hallo Leute! Schön, dass ihr alle wieder da seid. Habt ihr Bock, mal wieder ein bisschen Kram zu machen? Na, dann würde ich sagen, zum Einstieg mal ein kräftiges Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns nur noch beklaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns nur noch beklaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns nur noch beklaut! Wir sind hier! Wir sind laut! Weil man uns nur noch beklaut! Die Verantwortlichen in einer Jugendinflation und Wirtschaftskrise
Gespräch Christine schon angerufen, aber die hat ja nicht an der Apparat, hat die kein Handy mit drin. Doch? Ich habe jetzt zweimal WhatsApp, zweimal angerufen. Naja, Parker ist ja nicht alleine, da habe ich trotzdem auch schon mal ein Auto zusammengeschoben. Das sind doch warte, ich rufe an. Kanzleramt! Halten aus dem Kanzleramt! Halten aus dem Kanzleramt! Komplett Team Montag, 18 Uhr auf dem Landplatz, schöne Bergkäse! Für wahre Berichterstattung und Verfahren für die Freiheit, für gesicherten Lebensunterhalt, für bezahlbare Preise, für eine sichere Zukunft, für Politik für die Menschen. Wenn wir um